Das erste Juwel, den der Wettbewerb Neue Stimmen entdeckte, war Natalie Stutzmann. Die Französin mit der tiefen Stimme hat in Gütersloh 1987 den ersten Preis gewonnen. Der Startschuss für eine weltweite Karriere. It was the first real big. Das war damals die erste große Bestätigung für mich. Es war das erste Mal, dass eine renommierte Jury und ein Publikum sagten: Dieses Mal bist du die Beste. Nach so vielen Jahren harter Arbeit dachte ich: Ja, ich werde es schaffen. Wow, maybe I can do something. Zum Einsingen spielt Natalie Stutzmann Bach. Damit bereitet sie sich auf das nun folgende Martyrium mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle vor. Für die Französin ein genussvolles Heimspiel, Claude Debussys Oratorium, das Martyrium des heiligen Sebastian. Gütersloh war für mich der erste große Schritt in meinem Sängerleben. Der Wettbewerb hat mir sehr geholfen, um meine Karriere zu beginnen. Ich bekam danach schnell viele Angebote. Zu viele und zu früh, aber was macht das schon? Ich war sehr glücklich und stolz über diesen Preis. Of what I did. Die Stutzmann war, viele haben geschrieben, die singt ja wie ein Mann, die erste richtige Altistin, die man seit vielen, vielen Jahren gehört hatte. Wird es im Jahr 2007 wieder eine Stimme bei den Neuen Stimmen geben, die so neu ist, dass alle hinhören? Das Semifinale beginnt.